Wie wichtig sind denn Kinder in Ihrem Leben? Oh, sehr, sehr wichtig. Also aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich ja selber 3 Kinder habe und die einen großen Teil meines Lebens einnehmen. Gott sei Dank, bin sehr froh, dass ich sie habe. Und ich mache ja auch viel Kinder- und Jugendfernsehen fürs ZDF und habe ja insbesondere eine Experimente-Show. Die mache ich zwar mehr mit Jugendlichen für Kinder, aber macht mir wahnsinnigen Spaß, weil die sind das beste Publikum, was du haben kannst. Die lügen nicht, die sagen die Wahrheit, die bashen nicht böse, sondern du weißt einfach später, wenn sie sich dafür interessieren, dann warst du gut. Und wenn sie abschalten, dann weißt du, du hast was falsch gemacht. Als Vater von 3 Kindern, wie schafft man es, dass Familienleben gelingt? Es ist ja dann nicht immer so ganz einfach. Nee, vor allem hat meine Frau sehr lange, während ich noch sehr viel in der Welt unterwegs war, lange zu Hause auch viel mit den Kindern Zeit verbringen müssen. Hat es natürlich gerne gemacht, aber natürlich will sich auch meine Frau verwirklichen. Und es ist auch Gott sei Dank inzwischen so. Sie hatte damals immer Angst, dass sie den Wiedereinstieg ins Berufsleben nicht fasst. Sie ist ja auch Redakteurin beim Fernsehen. Hat sie aber. Und jetzt haben wir eine super coole Lösung, weil ich inzwischen mir Gott sei Dank einen gewissen Status erarbeitet habe, der es mir erlaubt, dass ich nicht immer arbeiten gehe und wenn ich arbeite, aber auch ein bisschen Geld mit nach Hause bringe. Und so habe ich auch viel Zeit mit den Kindern, während meine Frau dann Vollgas geben kann. Ist eigentlich, wir haben uns da so ein bisschen abgewechselt jetzt. Ich verbringe auch sehr viel Zeit mit den Kindern und mache viel im Haushalt. Aha, was sind denn Ihre haushaltlich guten Qualitäten? Was können Sie besonders gut? Was machen Sie gerne? Ich bin grundsätzlich, wir haben echt eine super gute Aufteilung. Ich bin bei uns derjenige, der für Ordnung zuständig ist. Ich bin derjenige, der sauber macht. Wir haben zwar auch jemanden, der dann kommt, aber ich räume auf. Ich mag das immer, wenn es aufgeräumt ist. Ich mache die Wäsche, ich lege die zusammen. Das hasst zum Beispiel meine Frau. Kochen macht sie aber besser, das muss ich auch ganz klar sagen. Ja, das kann ich zwar auch, aber ihr macht Spaß, mir nicht. Für mich ist es Mittel zum Zweck. Unterm Strich würde ich sagen, es ist recht ausgeglichen bei uns. Na, vielen Dank. Danke euch. Ja. Sie können gerne bei uns einziehen.